Servus Kinners und herzlich willkommen zum zweiten Abo-Special-Part mit Paxterman 1990 alias Paxter LP. Hi Leute. Ja, der hat sich heute extra seinen blauen Pyjama angezogen, um hier ganz heiße Stimmung zu machen. Auch wenn die Augen ein bisschen scrunched sind, aber... Ich bin Houdini! Genau. Kurz zur Person, ich darf ja mal ganz kurz, PaxLP, Kollege von mir. Ja. Auch noch ganz kurz zur Info, ich habe mit ihm einen Together gemacht, dieses Sam & Max Episode 1. Das kann man deswegen jetzt hier sagen, weil eigentlich diese Einladung zu diesem Special schon früher rausgegangen ist. Ja, das hat sich dann erst später dann irgendwie zusammengefügt und jetzt ist er halt hier. Hallo. So sieht's aus. Hi. Genau. Und wir sind ja stehen geblieben in der Abo-Special Folge 1 mit Ultra Dagi LP. Und ja, hier muss was draufgeworfen werden, und zwar bloß Slimeball. Jetzt habe ich hier fälschlicherweise, oder wir natürlich, ich muss ja immer im Plural reden, diese Kiste gesehen. Da ist Gold drin. Schade. Ja. Also. Ich brauche einen Slimeball. Herr Paxter, suchen Sie mal bitte. Ne? Suchen Sie mal, hier ist ein Knopf. Den habe ich vorher schon gesehen. Was macht der überhaupt? Guck mal. Da geht irgendwas auf. Ach, hier, nee, hier ein Stein. Mach nochmal. Ja. Hä? Eine Kiste hinter? Nein, nochmal. Ach doch, ein Knopf. Der ich habe einen Slimeball bekommen. Slimeball ins, ja, guck von da oben. Auf den Kopf gekotet. Darf ich sowas sagen? Aber nee, mach nochmal. Bitte. Meinst du, wir können da noch mehr klauen? Nochmal? Guck mal, wie knapp das ist. Das, ja, meine ich ja. Das alleine können wir. Alleine nicht machen, schaffst oder? Du das. Ja, deswegen meine ich ja gerade, das schafft man doch nicht alleine, oder? Ich glaube nicht, also das ist sehr knapp. Ja, warte mal, geh mal weg. Ja, hier, ja, bitteschön. Stage is yours. Boah, nein. Du musst ja schon wahrscheinlich von da oben hier, so weißt du, so von hier schon runterklicken und dann so. Ja, oder hier von. Kommt man da noch hin? Also man kommt frühestens. Ja, doch, es geht, wenn man sich hier wirklich ganz, ganz gekonnt professionell hinstellt. Aber das ist schon nervig, glaube ich. Egal, so, ich rotze jetzt hier mal den gekonnt gerotzt, ja. Fail. Ja. Na, jetzt aber. Warten Sie mal. So. Ja, es geht weiter, schön. Ja, als Dankeschön, dass wir dieses erste Rätsel so toll gelöst haben. Oder als, ja, kleine... Ja. Finde den richtigen Schalter. Genau, ich finde den richtigen Schalter und du kannst da ganz kurz ein bisschen was von dir erzählen, weil du bist jetzt ja im Gegensatz zu Ultra Dagi LP ein aktiver Let's Player. Man darf ja sowas auch sagen, also ja. Ja, ich mache eigentlich so ungern schändlich Fremdwerbung in deinem Abo-Special. Ja, ich spiele im Prinzip Stopp! Burning Click Adventures. Stopp! Das Stopp. Möchte ich jetzt bloß was einwerfen. Ich muss gestehen, das ist eigentlich der Sinn der Sache hier. Hä? Okay, wir kommen wieder raus, weil ich möchte ja, also ich mache auch deswegen dieses Abo-Special, weil ich ja so gesehen meinen Abonnenten was zurückgeben möchte, beziehungsweise einerseits mich zu treffen, aber andererseits haben ja meine Abonnenten, da sie mich abonniert haben, es auch geschafft, mich voranzubringen. Und wenn es natürlich da zufälligerweise einer unter meinen Abonnenten ist, der auch ein YouTube-Kanal ist, dann möchte ich natürlich auch etwas zurückgeben und im Gegenzug, ja... Da auch promoten ein bisschen, ne? Also ich finde das schon in Ordnung. Labyrinth. So unglaublich, ja, so unglaublich lieb von dir. Ja, das musste mal gesagt werden. Pass auf. Wir haben ja Labyrinth, oder? Ja, wir haben Labyrinth. Aber ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Also ja, richtig, fahren Sie vor. Jetzt habe ich mein ganzer Redefluss kaputt, sozusagen. Oh, guck mal, hier geht's hoch. Ich mache Point-and-Click-Adventures. Und zwar ausschließlich. Weil ich es einfach geil finde. Oh, eine Kiste. Oh, was Gold. Ist drin? Also bitte die Items, die Score-Items mir geben. Ja, ich hab's nur mal einfach gelootet. Ich wusste nicht, dass du so direkt hinter mir stehst. Oh, ich stehe immer hinter dir. Ich laufe eigentlich immer hinterher. Komm schon. Hilfe! Kannst du nicht ein bisschen mit dem Arsch wackeln? Bitte? Das fehlt irgendwie. So ein Arschwackel-Mod irgendwie. Ja, weil ich will nicht wissen, wie oft ich einfach schon, also so privat, wo ich mit anderen halt auf einem privaten Server gebastelt habe, einfach den Leuten hinterhergelaufen bin. Stundenlang irgendwelche von Höhlen zu Höhlen und zurück und so. Wir sind von hier gekommen. Ich denke, wir suchen noch was anderes. So. Ja, das war jetzt halt bloß hier Score. Ja, richtig, aber da geht's doch bestimmt. Ja. Jetzt renne ich dir mal hinterher. Okay. Ich habe hier mein System, ich halte mich immer rechts.
egal was passiert, ich... Ich halte mich immer links, das ist lustig. Okay, und wenn ich jetzt zurückrenne, dann halte ich mich auch immer rechts, so. Ja, es ist dein... Du bist in mir, Map, geh sozusagen. Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber, noch was, noch einmal Gold. Und was wäre jetzt aber, wenn ein Abonnent hier kommen würde und sagen würde, hey, komm bitte, ich mag dich so gerne, ich bin schon so und so lange bei dir oder ein Abonnent von dir, bitte, könntest du nicht diese oder jene Map spielen? Spiel? Ja, ich meine, die meisten Abonnenten, die ich habe, sind jetzt ja runter. Point and Click. Ups. Ich glaube, das war's schon. Wunderbar. Ja. Hey. Oh, du darfst sogar noch ein weiteres Rätsel mit mir zusammen machen. Freust du dich? Ein Redstone-Rätsel. Yay! Wie stark freust du dich? So viel. Nein. Das war, ja. das freut mich. Eine Kiste. Platziere den Schalter auf dem richtigen Goldblock. Ist da ein Schalter drin? Okay. Ja, wegen den Abonnenten. Also im Prinzip bin ich schon gewillt, andere Spiele zu spielen, aber im Moment habe ich halt hauptsächlich Abonnenten, die halt sowieso Point-and-Click-Fans sind, zum Beispiel Day of the Tentacle, wo ich gespielt habe, war auch ein Abo-Wunsch im Prinzip schon. Und und die sagen dann auch so, oh, und Maniac Mansion musst du mal spielen und dies und das und, aber ich weiß nicht, wie ich auf dem Goldblock, was machst du da? Ja, Blödheit. eher nicht. Da passiert jetzt aber wieder gar nichts. Nee, aber das Problem ist, pass mal auf, wenn du irgendwas Falsches machst, gehen, glaub ich, hier oben diese Glasblöcke weg und da ist Lava. Ja, meine ich ja, aber es kommt halt nichts, ich bin enttäuscht. Du hast halt gedacht, du flutest hier jetzt alles mit Lava, ohne dass ich es mitkrieg? Dammit, hier muss ich hin, jetzt sehe ich's. Ach du Scheiße, das hier. Nicht. Nicht? Warum denn nicht? Das macht voll Sinn hier. Wo müssen wir überhaupt lang hier die Tür aufmachen oder was? Muss der hier, diese Redstone-Ding oder wo meinst du? Jetzt glaube ich, kommt von oben was. Ja, ich mach mal wieder zu schnell. Ich glaube, das ist nicht gut. Okay, alles im grünen Bereich. Also, jetzt hast du ja schon drei von vier probiert. Jetzt kann es ja nur noch eins sein, oder? Ja, ich verstehe es jetzt auch gerade nicht. What the? Bleibst du zu da oben? Dieses, oder? Muss es ja, das sein? Eigentlich schon, aber ich check's gerade nicht. Oh, okay, gut. Aber das war's. Wir ja, das war's. Egal. Das hat sich hier über diese Fackel negiert hier. Unter dem Block, das siehst du von oben nicht. Sehr gemein. Sehr gemein. Oh, Redstone, Pulver, ne? Diesmal bekommst du Redstone und musst es auf die richtigen Goldblöcke setzen. Ja, gut. Eigentlich fast das Gleiche. Kommt das wieder hier Lava? Das muss aktiviert werden. Hier kannst du zurückverfolgen. Ja, gute Idee, Herr Paxter LP. Ja, ich weiß, ich bin Redstone-Profi sozusagen. Daha, ist klar. warte mal, wir müssen eigentlich bloß eine von diesen Fackeln hier ausschalten. Dann wird die hier eigentlich... Nee, von oben kommt ja auch noch ein Signal. Ja, oder kommt von oben eins oder schmeißen die... von oben eins kommt eins. Nein, ja, kommt von das oben. Das heißt, eins. Wenn wir das hier anmachen hier, dann müsste das eigentlich... Mach's an. Okay, noch nicht. Das Signal von oben ist immer noch da. Woher denn? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht. Von... Eigentlich müsste das jetzt doch... Oh, nee, Schwachsinn! Geht nicht, weil das von oben... Also, das müsste von hier reingehen. Also, das... Also, ist das hier Müll. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen das hier erstmal powern. Hier, die hier. Die hier? Hier unten durch an die Fackel. Hier rüber wieder negiert. So. Bitteschön. Ah, perfekt. Schau, jetzt ist, wenn wir jetzt die noch ausbekommen, die andere... Dann müsste es funktionieren, oder? Ja, das heißt, wir müssen das hier eigentlich nur powern hier auch, oder? Ja, aber das ist hier, oder? Das sind diese Fackeln hier, diese zwei komischen über Kreuz. Ach so, stimmt. Ich habe ja gerade selbst eigentlich erklärt, wie das funktioniert. Das mache ich wieder. Ja, dann machst du es falsch. Ja, ich bin total enttäuscht von dir. Ach, komm schon. Irgendeiner muss ja failen. Warte mal, die zwei hier. Ja gut, da müssen wir bloß eine sozusagen. Ich glaube, wir müssen beide anmachen, damit die aus ist, oder? Nö, gut. Ah, ja, wunderbar. Und jetzt? Oh, das ist ja cool, das kenne ich noch gar nicht so. Das sehe ich zum ersten Mal so troppenmäßig. Alter, ich habe wieder einen Sprachfehler, das ist ja schrecklichst. Naja, es ist halt irgendwie sehr komisch, auf diesen Pistons zu laufen. Deswegen, naja. Ja, man muss sagen, da habe ich die neun Folgen besser bei dir durchgehalten. Ne?
Redetechnisch. Redetechnisch? Ach komm, jetzt. Habe ich echt angestrengt, klar und deutlich zu reden. Was muss ich jetzt machen? Ach so, das ist das Rätsel. Hier müssen wir eine Fackel setzen. Hast du schon verfolgt, oder wie? Nee, also da steht hier vorne steht ein Schild, dass wir Goldblöcke auf die Dinge, also dass wir eine Redstone-Fackel setzen, die du ja haben müsstest eigentlich ja, aus der Kiste, ne? Ja, hier, ich hab's in der Hand. Ja, hau mich damit. Au, ich geh weg. Dafür habe ich dich nicht eingeladen. Die Frage ist jetzt bloß, warte, ach, hier kommt's raus und hier müssen wir rein. Weil, gucken Sie, da kommt's raus und hier müssen es rein. Das heißt, also können wir erstmal sagen, der Pisten muss aus, oder? Der Pisten muss aus, ja, richtig. Pisten aus musste. Oh Gott. Wie viele Möglichkeiten haben wir? Drei. Dann muss das hier. Das hier sein. Warte. Ja. Ja, der ja. Pisten ist aus. Die Tür ist gleich offen. Sehr gut. Ja, ne? Du bist so ein Profi. Ja, wer hat hier schon ganz viele Minecraft Adventure Maps gespielt? Ja, ich let's play das ja aus Prinzip eigentlich nicht. Ja, ich. Kein Kommentar. Richtig. Ja, aber schön ist hier so auf deiner Adventure Map. Oh, hier waren wir schon. Ja, also jetzt unglaublich, wir machen ja richtig viel. Also da bleibt ja gar nichts im Übrigen für die anderen. Ja, das ist aber auch ein Riesengang. Guck mal, wie lang der noch ist. Ja, aber ich sehe nur noch drei Türen. Drei Türen, ja, aber da passiert bestimmt noch was. Ich hoffe es. Ja gut, mir ist es egal. Ich habe gesagt, ich mache noch mehr Adventure Maps, wenn es sein sollte. Ja, das ist ja nicht die letzte Adventure Map. Ja. Eis in einer Wüste, bla bla. Beeil dich, es müssen alle zur selben Zeit aktiv sein. Das ist einfach. Oder benutzt die Slimeballs. Ach, nimm da auch mal einen Stack raus. Vielleicht kannst du ja... Ja gut, wir machen das jetzt wahrscheinlich sehr einfach. Wenn wir müssen das einfach da die Slimeballs rein donnern oder was? Ja, wie scheint. Wahrscheinlich, klasse. Okay, der will schon mal nicht hier. Ja, bei mir, ich weiß nicht, ob der aktiviert ist. Müssen die Fackeln dann ausgehen, oder? Oh Gott. Keine Ahnung. Da musst du schief werfen. Oh, hier ist eine Kiste. Mit Gold, ich geb's dir gleich. Ah! Na! Jetzt aber, will nicht. Bleibt immer da hängen irgendwie. Jetzt aber, der muss es, genau. Der ist jetzt auch drüber. Die muss mal wieder schief, oder? Ja, also ich komme ganz gut voran. Hey, mach doch nicht meins! Bleib doch auf deiner Seite. Ich bin aber schon fertig. Also ich hoffe, dass das alle aktiviert hat. Also zumindest liegt überall ein Slimeball. Ja, siehst du das? Ah, okay. Ja, hast du die Kiste hier auch gesehen? Welche die Kiste? Hier da mit dem zweiten Goldblock. Moment. Ach, warte mal, hier fehlt noch ein Sips. Da, bitteschön. Hä? Oh, sechs. Ah, jetzt hat. Sechs. Irgendwas ist aufgegangen. Oh mein Gott. Hier vorne wahrscheinlich, oder? Ist das ja eigentlich genau hier. Das gleiche hier drüben? Naja, ungefähr. Ähnlich, ja. Oder oben ist auch eine Kiste. Da hast du es mir gerade gegeben. Ja, da habe ich, glaube ich, das erste Goldblock rausgenommen. Ja, richtig. Ja, ungefähr. Ich treffe gerade nicht. Wie, ist es schon fertig? Was machst du eigentlich? Spielen! Ach so, du donnerst. Okay, gut. Du bist komisch. So, ein Schalter. Warum ist die Tür? Was? Weil da eine Druckplatte ist, aber der Schalter hat uns wahrscheinlich schon wieder nur das nächste Rätsel aufgemacht. Gehe ich schwer von aus. Ja, tatsächlich. Ja. Aber du, Piston Jump Run. Nein, komm, wir machen jetzt endlich hier das. Ne. Also, Jump Run ist. Ne. Kurz warten und das Signal hält länger. Oh Gott im Himmel. Oh, das geht schnell. Ne, das Signal hält. Warte mal, wie lang hält das? Also jetzt so im Prinzip? Das ist eigentlich nicht wirklich lang. Also kurz warten. Okay, dann warte ich mal ein bisschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Ha! Gott, du bist so Profi. Was ist das hier für? Ah, da geht's dann hier weiter. Hi. Was ist der Knopf? Hast du den gedrückt? Ja, drück mal. Drück! Oh! Warte, das ist so mit Anlauf ist das doch, oder? Weiß ich nicht, ja. Holy moly. Oh. Upsala. Da bin ich wohl ausgerutscht. Boah, ja, das ist mit Anlauf. Mhm. Du musst es aber nicht mehr machen, weil wir haben gleich 15 Minuten voll. Also, echt? Oh mein Gott, ja! Ich wollte gerade von oben. Okay, danke. Ja. Abo Special Nummer 2, Pexel P. Hallo, wink nochmal. Hi, nein, tschüss, wollte ich sagen. Fast. Ja fast. Heute Gast Nummer 2 gewesen. Vielen Dank an dich dafür. Ja.
freut mich, dass ich hier sein durfte. Ja, das war ein ganz kurzes Techtelmechtel mit uns zusammen, aber es hat Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Sag nochmal, dass es dir Spaß gemacht hat. Es hat mir sowas von Spaß gemacht. Was hat es dir gemacht? Spaß! Sehr gut. Vielen Dank, Kinners. Wie schon gesagt, der Link zu seinem Kanal kommt wieder unten rein in die Beschreibung. Yay. Und ja, ihr wisst ja, was er spielt, oder beziehungsweise ihr solltet ja eigentlich das Infovideo gesehen haben. Das verlinke ich dann auch nochmal ganz kurz unten rein. Und ja, geht doch mal drauf und gucket rein. Ihr wisst ja, was für Genres er zockt. Und ja, ganz eigene. Und ganz viele blöde andere Sachen. Mhm. Genau, und sonst, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das zweite. Beim dritten Abo-Special ist Mr. Sanjo 9611 dabei. Ich weiß es leider gerade nicht, wie du auf YouTube heißt. Vielleicht heißt du ja, du heißt da genauso. Ich erinnere mich vage. So, genau, der ist dann im dritten Part dabei. Sonst liken, disliken und ja, vielen Dank. Du auch noch was? Nein. Tschüss. Okay, jopp, servus.